Herzlich willkommen, Leute, bei einer Fortsetzung von dem ganzen Unboxing-Fail des RS4. Und zwar sind wir jetzt dabei, kurz nochmal das Thema aufzugreifen. Und für die Version, die wir uns jetzt entschieden haben, können wir gleich schon verraten, was ist es? Also wir haben jetzt das DJI RS2 letztendlich geholt, wie auch schon angeteasert. Und es ist tatsächlich 3 Tage später oder 2 Tage später angekommen. Es wurde so gut wie nicht mal neu verkauft. Das heißt, wir haben nur eine Gebrauchtversion gefunden, wo dann wirklich auch alle Komponenten drin waren, die wir auch noch brauchen. Und noch mehr sogar. Es gab es irgendwie nur übelst überteuert noch neu, aber von DJI selber gibt es nicht mehr neu. Ich glaube, das war 800 Euro oder so. Und dann würde der Fokusmotor und so weiter, das reden wir gleich, was alles dabei ist, wäre nicht dabei gewesen. Und jetzt geht es nur darum, dass er noch mal kurz erklärt, warum haben wir jetzt die DJI RS2 Gold zusammengefasst. Genau, also es ist zusammengefasst, zwei Punkte letztendlich. Der finanzielle Aspekt, warum soll ich das Dreifache zahlen? Denn wenn ich mir zum Beispiel jetzt, die einzige Alternative wäre jetzt gewesen, das DJI RS 3 Pro oder das 4 Pro. Obwohl beim 4 Pro wir auch schon gehört haben, dass das schwer ist auszubalancieren, also im Wahrheit wirklich nur das RS 3 Pro. Dort ist einfach das budgettechnisch letztendlich nicht verkraftbar, weil man hat ohne das ganze Zubehör, zahlst du schon um die 800 bis 900 Euro. Mit Zubehör, da bist du bei 1200 Euro. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir hier ein Schnäppchen bekommen haben, weiß nicht, ob man es überhaupt so findet, für 350 Euro, dann zahlt man fast das 3- bis 4-fache. Und da spielt natürlich Budget schon eine Rolle. Und der nächste Aspekt ist, dass die sich gar nicht unterscheiden, technisch gesehen. Für uns auf jeden Fall nicht. Denn die einzige Funktion, die sich wirklich unterscheidet, technisch gesehen, sind die automatisch lockbaren Achsen. Dass der Display ein bisschen kleiner oder größer ist, das juckt keinen Menschen. Das heißt, für mich ist der einzig relevante Unterschied zwischen diesen beiden, was natürlich für uns geil gewesen wäre, ist wirklich nur, dass man die Achsen locken kann. Alles andere, es gibt Mythos, wo viele erzählen, dass das RS3 Pro 20% besser stabilisiert. Finde ich Mythos, denn wenn du das richtig kalibrierst, dann wirst du bei beiden keinen Unterschied sehen. Wir haben mit dem Ronin S gedreht, mit dem neuen RS3 Mini verglichen. Da war kein großer Unterschied. Also das Wichtigste war für uns, eine Gimbal zu finden, was so leicht wie möglich ist, aber noch Spielraum hat, auch ein bisschen größere Kameras noch zu tragen von der Traglast und alle Features enthält, die einfach möglich sind. Ja? Und 4,5 Kilo waren das jetzt. Das ist eine Leistung dafür, dass das Gewicht genauso oder kaum sich von dem RS4 unterscheidet. Und das Krasseste, was für uns ein wirklich sehr wichtiger Punkt war, war mit dem Raven Eye, dass wir das über den Touchscreen kontrollieren können und das Bild sehen können, ohne ein Handy noch zusätzlich zu installieren, weil wir möchten ein leichtes Setup haben, ein spontanes Setup. Das ist unendlich viel wert für uns, sodass wir auch Hyperlapse nicht nur mit der Osmo Pocket 3 machen können, sondern in hoher Qualität mit unseren Kameras, dass man alle Features ausnutzt und natürlich grundsätzlich Platz beim Balancieren, ne? Dass ich eine Mattebox raufhauen kann, ohne Angst zu haben, dass ich überall anstoße. Damit, das werden wir gleich mal testen. Und das ist scheinbar die einzige. Alles keine Probleme. Genau. Es wurde sogar empfohlen, dass man die Red Komodo installieren kann. Und das hat schon was zu sagen. Vom Gewicht her ist es immer noch unschlagbar. Das ist sogar leicht weniger Gewicht noch als die RS3 Pro-Version. Das heißt, ey Leute, was haben die da gemacht? Und es ist eine vollständige Carbon-Version. Die anderen Versionen, die haben nur teilweise Carbon. Das ist meines Erachtens, kann sein, dass ich jetzt mich überlesen habe, aber das ist die, wo am meisten Carbon mit enthalten ist. Das heißt, auch von der Wertigkeit her ist es für mich in meinen Augen her die hochwertigste. Es gibt nicht ein Feature, was wichtig wäre technisch für uns, wäre es das DJI RS Pro hätte, was das DJI RS 2 nicht hat. Das heißt, es ist wirklich alles enthalten. Sogar im Vergleich zum RS4 hat es so viel mehr Features. Auf beiden Seiten hat es einen RSA-Anschluss und so. Das heißt, wir können damit so viel machen. Du kannst es upgraden, wie du möchtest, mit verschiedensten Systemen nochmal irgendwie kombinieren. Und deshalb hat das auch so, sogar, würde ich sagen, mehr Zukunft als das RS4. Genau. Und auch als das RS3, weil wenn man wirklich ganz viel recherchiert, viele gesagt haben, dass das RS2 tatsächlich in echt noch mehr Gewicht tragen kann als die Pro-Version von der RS3 Pro. Warum auch immer, ist es scheinbar so. Das heißt, wenn es wirklich um ganz schwere Kameras auch geht, dann ist das RS2 im Vergleich zum RS3 Pro immer noch auch die Nummer 1. Aber jetzt wollen wir auch nicht zu viel labern. Wir wollen es auspacken. Wir haben extra gesagt, wir packen das direkt live mit euch aus. Wir haben es selber noch nicht angeschaut. Ich kann euch nur kurz noch sagen, das Ding wurde anscheinend laut dem Besitzer nur 3-mal benutzt und stand in der Ecke. Deswegen hat es auch so günstig verkauft. Witzig, weil ich habe gesehen, der hat selber irgendwie verkauft Webseiten oder kreiert Webseiten. Das heißt, der hat sich gedacht, ich film mal, aber wenn man halt nicht wirklich in dieser Videowelt drin ist und es benutzt, eine Videokamera, dann kann man damit halt nichts anfangen. So, ne? Und das Geile schon mal, dass man hier so eine geile Tasche hat. Und das hier ist eine Sache, alles Leute, drin, Leute. Wir hatten beim RS4 nicht Guck mal eine Tasche. An.
Die ist so geil gerade, die ist so kompakt, wusste ich gar nicht, dass die so geil aussieht. Wir können ja kurz nochmal die Box einblenden von dem Ronin S. Ich weiß nicht, ob wir es aus dem Keller holen, aber zumindest schon mal, wie die normalerweise war. Das war eine Styropor-Box. Da hast du gedacht, du nimmst einen Reisekoffer mit. Ne? Und hier hat man einen Stoffkoffer, das kannst du leicht dehnen. Das heißt, also du Leute, dass die Tasche sogar dabei ist, die so geil aussieht und so kompakt ist. Das sieht aus wie neu. Das ist nochmal ein Pluspunkt on top, weil wenn man ein Shooting hat mit vielen Gegenständen, dann lohnt es sich vielleicht schon, das mal einzupacken. Ja. Also wird schon sehr, sehr geil. Gibt. Leute, guckt euch das doch mal an. So. Also es sieht ja sehr klein aus dann, wenn es da reinpasst. Das heißt, zum Verreisen, wenn man natürlich alles getrennt aufbewahrt, zu den Drehs nehme ich natürlich die Kamera immer direkt auf den Gimbal mit. Dann gucken wir uns das Ganze an. Überall ist der Schutz noch mit drauf hier. So, ich zeige euch nochmal hier direkt die Sicht, wie es hier drin liegt. Es riecht tatsächlich sogar noch neuwertig. Also das ist wirklich phänomenal. Warte, lass es noch drin. Ich habe es hier gerade. So, Leute. Also von hier, von dieser Sicht her. Also von dieser Sicht her wirkt es tatsächlich wie neu. Also überall war der Schutz noch drauf, also man sieht, das ist wirklich kaum benutzt hier, alles ist noch dabei. Also das ist eigentlich muss ich sagen, so, wir gucken uns gleich nochmal genauer an, aber ich habe welche gesehen gebraucht, die sahen wirklich schrecklich aus. Ne? Und hier auf den ersten Blick, ich sehe gar keine Kratzer, nichts. Okay, ganz leicht an der Schiene sehe ich Kratzer, aber die Frage ist gleich die RSA-Anschlüsse, wie die aussehen, aber es sieht schon sehr, sehr gut aus, riecht auf jeden Fall noch sehr neu und ultra kompakt sieht es gerade aus, also wirklich unglaublich. Genau. Das heißt, nur hier an dieser Schiene, aber was auch normal ist, Leute, wenn man Gimbal so benutzt, dann kommen so Kratzer rein. Das heißt, man muss hier nicht aufpassen, dass man hier irgendwie was schont. Im Gegenteil, das Ding wird einfach nur genutzt. Hier sind leichte Kratzer drin, aber es hält sich noch seinen Grenzen. Der Rest, muss ich sagen, ist sehr, sehr gut erhalten. Ist doch dieselbe Schiene hier, wie bei dem ist doch S4. So. Nicht schlecht. Gut. Also sogar das System, wie man die Kamera fixiert, ist wie beim S4. Also die haben echt beim S4 wirklich nichts erneuert, so. Außer dieses Safe-Lock-System. Und sonst Futures nur rausgenommen, der Reihe nach. Also, statt einfach dasselbe zu lassen, ne, und dann nochmal dieses Safe-Lock reinzutun, haben sie Funktion rausgenommen und stattdessen diese Safe-Lock-Funktion genommen, haben es S4 genannt und nochmal abgespeckt. Also, da, das ist das Wichtigste, nämlich, ob hier, wenn ich das abmache, hier diesen Schutz, wie geht der hier ab, ob da quasi fette Kratzer sind. Und das ist unbenutzt. Unglaublich. So. Das war immer zerkratzt. Genau, letztendlich sind alle Kratzer an den Armen sind vernachlässigbar. Wichtig ist der Display, da wurde der Schutz nicht abgenommen, würde ich auch so machen. Bei der RS4-Version ging es ja nicht, weil der war unscharf, extra die Folie, dass du es abziehen musst. So. Ich meine, das ist krass. Hier kann man die drauf lassen ohne Probleme. Würde ich auch noch drauf lassen, gegen eine neue natürlich ersetzen. Also er wirkt sehr hochwertig. Sehr, sehr hochwertig und der sieht für mich aus eigentlich wie der RS4. Vom Design her genauso schlank und ergonomisch und sogar geiler, weil dieses Carbon-Element, ne, da überall drin ist. Das hat das ja nicht gehabt, das S4. Gut, wir bauen das mal schnell auf, labern jetzt nicht so viel. So, dann kommen wir ganz kurz nochmal zum Zubehör hier. Ich glaube, das muss man öffnen, indem man das nochmal hier dreht. Hier ist der Ständer auch aus Metall. Der qualitative Ständer ist dabei, wirkt auch extrem unbenutzt. So, dann haben wir einmal so einen Griff hier. Der hatte den Griff auch noch dabei. Und wo ist der anderer Griff? Der Small-Rig-Griff oder ist der Small-Rig? Also gut, also hier ist der Akku. Der sieht auch relativ neuwertig noch aus. Werde ich den schon mal raufsetzen. Zack. Also Leute, wir haben jetzt hier einen Ronin Fokusmotor. Den werde ich wahrscheinlich für den Zoom benutzen, weil ich habe ja die Sigma 18-35mm. Dann kann ich auch mit dem Gimbal zoomen ganz entspannt. So, hier haben wir eine Quick Release Play drin, ist super, wollten wir uns eh holen von Smallrig. Und hier haben wir den Griff, hoffentlich. Dann ist auch alles komplett. Das ist unschlagbar für den Preis mit diesem Zubehör noch. Ja, es ist der Griff dabei, super. Den kann ich gleich rausholen, den werde ich dauerhaft benutzen von Smallrig. Smallrig ist eine, würde ich sagen, sehr gute Marke, die vielleicht etwas teurer ist im Zubehörbereich, aber unschlagbar gut. Ich habe mir tatsächlich auch noch zu dem ganzen Gimbal ein Gurt geholt von Smallrig, dass man das Gimbal wie so einen Rucksack tragen kann und auch während des Shootings leicht über den Rücken, Schulter endlich weniger Gewicht tragen muss, sich ein bisschen entlasten kann. Da sind sehr, sehr viele Kabel auch Sicherheit mit drin, das heißt, der hat hier USB-Kabel dabei, dann hat er noch, glaube ich, diese ganzen RSS-Kabel-Varianten.
Also hier ist alles dabei. Muss mal gucken, wie die funktioniert, die Quick Release. Ersetzt es die komplett hier? Ja, muss doch, ne? Ist ja super. Das heißt, die brauche ich dann nicht mehr, die ersetze ich dann. Also der Griff sieht auch wie neu aus. Sieht richtig hochwertig aus, muss ich sagen. Also das ist wirklich unglaublich. Der Griff ist halt einfach ultra geil, weil ihr dann sozusagen nochmal sozusagen im Low-Angle shooten könnt und hier gleichzeitig noch Monitor fixieren könnt. Das heißt, wir haben wirklich alles da für ein professionelles Setup. Der Fokusmotor, den hatten wir bis jetzt noch nie gehabt. Das heißt, das wird für uns auch Neuland werden. Also man sieht auf jeden Fall, der Abstand ist jetzt brutal im Vergleich zu vorher. Also da hast du wirklich noch sehr viel Spielraum jetzt. Und auch vorne sozusagen die erste Achse, die ist nicht mehr im Bild, wie beim S4, die den halben Monitor verdeckt hat von der Kamera. Jetzt ist es wirklich perfekt. Von der Ergonomie, von der Sichtbarkeit ist wirklich genial. Dann kann man mal kurz gucken. Es sieht genau aus wie beim RS3 Mini. Der Display, fast dieselbe Größe. Raven-Eye nicht mit Gimbal, Kamera nämlich verbunden. Direkt Raven-Eye angezeigt. Geschwindigkeit. Leiser Modus, Orbit folgen. Sieht 1 zu 1 aus wie das Mini, also RS3 Mini und auch das RS4. Guck ich mal kurz, wo der Porträtmodus war. Das ist nämlich einer der Features, die am krassesten waren, dass das RS2 einen Porträtmodus hat, dass man eben ganz schnell in den Vertikalmodus wechseln kann. Kontrolle schlecht kalibrieren, automatische Anpassung. Gut, das hat er gemerkt, passt automatisch sogar an. Jetzt kalibriert er das und das ist jetzt das, was wir unbedingt noch testen wollen, weil es oft mal vorkommt, dass man sagt, okay, es lohnt sich, das kurze Vertikal abzudrehen für Instagram. Und das war eine der einzigsten Gimbal-Versionen. Anscheinend ist es beim S3 dann auch möglich gewesen, aber das war dann sozusagen erst ab dem S2 möglich, in Porträtmodus zu wechseln. Beim RS3 Mini gibt es diese Funktion nicht. So, Porträtmodus ist jetzt eingestellt, nur irgendwie, dass du jetzt so filmst. Im 360-Grad-Modus. Genau. Dafür hast du jetzt den Griff hier und das ist halt der Kompromiss, ne? Okay. Das habe ich ja gesagt. Aber für kurze Mal filmen, wenn du jetzt hier den zweiten Griff hast, so ist es gerade ein bisschen schwer, aber mit dem Griff hier ist es natürlich entspannt, weil so kann man wechseln. Ich sehe auch gut auf dem Display, das ist nicht im Weg, finde ich gerade. Und so kann man schnell wechseln und dann kann ich hier sagen, okay, ich möchte wieder normal weiterfilmen, zack, und kann jetzt wieder direkt das zentrieren und normal weiterfilmen. Und das Geile bei diesem Small Rig Griff ist grundsätzlich, finde ich, bei diesen NATO-Anschlüssen ist, man kann es wirklich innerhalb von kurzer Zeit direkt fixieren. Das heißt, ich kann hier einfach nur raufpoppen. Zack. Ich muss mal gucken, ob ich das hier noch genau noch anschraube. So, und dann ist es schon verbunden. Das könnt ihr ganz schnell abmachen. Und wenn ich jetzt in den Porträtmodus gehe, muss ich mal gucken, wie sich das anfühlt. So. Ist natürlich jetzt minimal im Weg, muss ich sagen. Aber sogar schon mal besser, oder? Aber schon mal besser. Aber ich kann das ja auch noch einstellen hier. Ja. Den Winkel. So. Und so ist dann natürlich so ein bisschen entspannter. So sehe ich ein bisschen besser jetzt. Und man sieht, es stabilisiert. Ich kann nach unten, ich kann nach oben gehen. Ist natürlich jetzt auf Dauer, wenn ich jetzt ganz lange Shootings habe, würde ich einen Vertikalleiter nehmen, wenn ich sicher bin, dass ich jetzt den ganzen Tag vertikal shoote. Aber so kann man eigentlich ganz gut arbeiten und ich kann den Display auch ausklappen, dass er hier oben ist zum Beispiel von der Kamera. Dann wäre es noch entspannter und bin wirklich sehr, sehr schnell einsatzfähig. Also schon echt eine geile Lösung. So. Und wenn man den Gurt hat, den er sich bestellt hat, dann kann ich das hier einfach absetzen, kann hier diesen Gurt einklipsen und dann hält es so von alleine und kann im Vertikalmodus drehen. Aber es ist trotzdem
von der Hebelwirkung natürlich schon so ein bisschen, sag ich mal, kraftaufwendig. Aber ich hole mir einen Gurt dazu. Hab ich gerade gesagt, ja. Und dann ist es ja nicht mehr die Oktogage oder nicht, das würde es dann verändern. Man kann natürlich den Joystick, man muss den so ein bisschen ankippen, weil es hieß ja quasi am Anschlag. Man kann nur nach oben gehen, aber nicht nach unten mehr. Das heißt, man muss sozusagen das anwinkeln, um dann nach unten zu filmen. Aber es funktioniert, ne? Also es finde ich schon witzig auf jeden Fall. Also Leute, das war jetzt erstmal der erste Part vom Unboxing. Das zweite ist dann gleich nochmal der Funktionstest mit dem RavenEye. Das haben wir auch noch gleich mit reinschneiden ins Video, also bleibt dran. Wie das Ganze mit dem RavenEye letztendlich aussieht, wie das Ganze funktioniert. Na, muss er kurz hier zweimal, glaube ich, oder? So, okay, jetzt weiß ich auch, warum der rumgespackt hat. Ich habe die Plate den Halter selbst an dem XH2S nicht richtig fixiert. Sieht man hier schon, löst sich leicht. Das heißt, ich muss nochmal fester schrauben. Und deswegen hat es auch vibriert. Hat sich schon wieder verschoben hier, stark. Und es hat denselben, sozusagen, man kann hier genau wie beim S4 DS RavenEye hier unten fixieren sich gerade. Das ist einfach geil. Entweder ich hole es jetzt rüber und dann kannst du es gleich rein. So, und zwar habe ich jetzt mal das RavenEye rübergeholt. Und wir werden das Ganze mal live mit euch hier direkt gemeinsam aufbauen. Dann haben wir das RavenEye, dann haben wir eigentlich nur das HDMI-Kabel, was wir brauchen schon mal. Das kommt dann hier rein und in die Kamera. Das RSS. Das hat ein leichtes Spiel scheinbar. So. Dann gucken, ob man da irgendwie Gummi reinklebt, dass es kein Spiel mehr hat. So. Aber ich meine, komm, das sind so Kleinigkeiten, das kann mit einem 3D-Drucker was drucken. So, also jetzt haben wir ein Kabel, was sozusagen das Signal überträgt und dann haben wir ein Kabel, was die Steuerung überträgt. Das ist dann eins von diesen Kabeln hier. Das ist halt das einzig Nervige beim RavenEye, ist halt, dass man irgendwie drei irgendwie verschiedene Kabel braucht. Vielleicht nehme ich den Griff ab, dann könnt ihr gleich besser sehen, weil das jetzt hier ein bisschen im Weg wäre. Das RavenEye muss angemacht werden. So, wird direkt erkannt, dass Kamera schon verbunden ist. So. Und jetzt ist das Geil anscheinend, dass man gleich nur nach von links nach rechts wischen muss. Und der geht jetzt schon sogar. Und jetzt sehen wir schon das Bild, Leute. Das ist unglaublich. Das ist das geilste Future, finde ich jetzt, wenn es darum geht, irgendwas Besonderes zu haben. Das haben wir uns erwartet, dass es natürlich bei der S4-Version mit drin ist und nicht nur bei der Pro-Version. Gerade weil das ja damals das RS2 war hier und auch nicht das Pro. Obwohl es natürlich jetzt vergleichbar ist mit der Pro-Version. Aber trotzdem habe ich mir das wenigstens gedacht. Das ist ja komplett verrutscht oder was? Ich wundere mich ganz einfach, warum ich hier nichts sehen kann. So. Hier seht ihr das, Leute. Also man sieht hier einfach das Bild. Das Bild sieht, ja, schwach aus. Ist ein bisschen schwach, ein bisschen klein. Vielleicht kann man es ein bisschen heller stellen. Aber das Wichtigste ist eigentlich nur, dass man was anfokussieren kann. Kannst du mal gucken, ob du was tracken kannst? Ja. Ich glaube, du musst auf M oder so zweimal, das geht da hinten einmal. Und jetzt trackt das. Und das ist wirklich geil, Leute. Also diese Funktion ist einfach göttlich. Man hat das RavenEye nur dran, kein Smartphone, nichts und kann direkt das Bild hier sehen und kann was tracken. Und das ist einfach phänomenal. Also damit, dass das RS2, obwohl es so alt ist, ich glaube, es ist mittlerweile 4-5 Jahre alt, das beherrscht, was das RS4 nicht kann, das ist wirklich Hammer. Also unglaublich. Dann müssen wir noch gucken, ob man den Display ein bisschen heller stellen kann. Ich denke mal schon. Aber vom Prinzip her reicht es aus. Größer als die Osmo Pocket ist doch sehr detailliert. Mit dem Touchscreen zieht man wieder so ein Feld drum. Ich habe es hier mit der Osmo Pocket euch hier aufgenommen mal. Und das ist auf jeden Fall ein Future, der uns am meisten freut, weil ich musste davor immer mein Handy an das Ronin S fixieren, zusätzlich noch und so. Und das war immer ein riesen Aufwand und ich konnte nicht das Bild der Kamera nutzen damals im Ronin S, sondern das Bild des Handys, was dann sozusagen das Gimbal bewegt hat. Und dann musste ich das justieren und kalibrieren mit dem Bild, was von der Kamera sozusagen entstanden ist. Gut, Leute, erstens kurz, wir haben es gerade letztendlich euch kurz gezeigt, dass die Funktionen, alle, die wir brauchen, funktionieren.
Es hat direkt das Raven Eye erkannt. Man hat hier die Future Mounting. Bald kommt noch der Gurt an, dass ich das noch ganz entspannt wie so einen Rucksack mit mir schleppen kann. Ansonsten war das Wichtigste, dass die Kamera easy balancierbar ist. Da habe ich extrem viel Space. Wenn ich hier gucke, da habe ich noch so viel Abstand. Das heißt, ich kann ja noch mal fast ein Kilo mehr ransetzen. Genau. Also es war schon so, dass allein ohne, ja, ohne die Matbox war nicht mal ein Zentimeter Platz beim RS4. Ja, selbst da war es auch schon am Anschlag. Das heißt, hier diese Platte, die war schon am Anschlag, dass man sogar diese Halterung, die die Linse stützen soll, nicht mal mehr anbringen konnte. Und jetzt sehen wir hier direkt schon, es hat viel Potenzial. Man kann ohne Probleme die Matbox sich jetzt schon dort anbringen, kann ohne Probleme nochmal einen ND-Filter draufsetzen, Zusatzfilter. Und das ist das Allerwichtigste, ne? Dass man mit einem normalen Objektiv und einer normalen Kamera, die jetzt nicht übermäßig schwer sind, noch Möglichkeiten hat, Zubehör zu fixieren, ohne Angst zu haben, dass es dann direkt nicht mehr balancierbar ist. Und ich bin begeistert, sieht geil aus, das Gimbal. Also für den Preis, unglaublich, kann man keinem erzählen. Das ist wirklich ein Geheimtipp, Leute. Ronin, RS2, je nachdem, wo ihr wohnt. In Berlin ist es natürlich immer leichter, aber das war jetzt bei uns auch nicht in Berlin. Es war 5 Stunden entfernt, da hat halt jemand das gehabt, ne? Irgendwo im Keller liegen oder was. Oder zumindest irgendwo in der Ecke, wo es nicht benutzt wurde. Und äußerlich unterscheidet sich das vom Akku ranmachen und so gar nicht von der neuen Version. Also die Platte ist dieselbe. Hier der Mechanismus mit dem Akku ist derselbe. Wir haben hier an beiden Seiten schon nur auf eine DSA-Anschlüsse. Außer der Autolock und hier die Kippschalter noch, die es gab, die ganz cool waren beim RS4, aber die in Wahrheit nichts ändern an den Funktionen, weil die sind ja trotzdem abrufbar. Du kannst sie genauso schnell auch abrufen, wenn du dran gewöhnt bist. Nicht, fühlt sich nicht so geil an, aber das ist das einzigste Plus vielleicht beim RS4, sonst super, super, oder super. Oder RS3 Pro. Auch das Allerwichtigste ist nicht, die Sicht ist hier minimal verdeckt von dem Display unten, aber das Wichtigste ist hier die Kamera, ne? Die ist komplett frei. Da hat man wirklich die beste Sicht drauf. Und das ist das Allerwichtigste. Ich kann vielleicht noch einmal euch das zeigen hier. Also hier seht ihr sozusagen, dass das Display minimal verdeckt ist. Wenn man so von oben rauf schaut oder von hier, ist es ein bisschen schwer raufzuschauen. Aber ich sag mal, ist es noch verkraftbar. Gerade wenn man was trackt zum Beispiel, dann guckt man kurz rauf, ne, trackt das Ganze, malt diesen Rahmen drum und dann war es das auch. Ja, Leute. Ja, du wolltest eigentlich oben das zeigen, das war das Wichtigste eigentlich. Du hast nur das untere gezeigt. Genau, man sieht hier meine volle Sicht. Das heißt, du kannst alles. Beim RS2 Mini war die Kamera hier, man blendete später nochmal ein, das andere Footage. Die war hier unten und man konnte quasi hier, das hat die Sicht verdeckt, einfach kaum den Display noch sehen. Und wir sehen hier vorne die Platte, die guckt noch vorne raus hier. Das heißt, wir haben noch locker über einen Zentimeter Spiel, um was auszugleichen. Das heißt, auch hier haben wir noch viel Potenzial. Also, ich muss sagen, wirklich. Richtig, richtig geil. Das war jetzt die beste Entscheidung ever. So Leute, das war's. Genug gelabert. Habt viel Spaß bei dem Video. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würdet ihr euch auch ein RS2 holen oder doch eher die Pro oder die 4? Genau. Habt ihr ein RS4 Pro oder so oder ein RS4 und seid damit zufrieden? Könnt ihr uns auch mal gerne reinschreiben. Auch wenn wir viel meckern, könnt ihr sagen, ob ihr eine Verbesserung irgendwo in anderen Bereichen, die wir nicht gesehen haben, irgendwie feststellen konntet. Ansonsten grundsätzlich, wenn irgendwas ist, kommentiert immer, wir antworten drauf und auch alle Fragen sind erwünscht. Bis dann, Leute. Peace.